Ja, Herr Müller, schön, dass Sie nochmal vorbeikommen. Wir haben abgemacht, dass wir jetzt immer links von... Auf der Baustelle angekommen, verschafft sich der Geselle einen Überblick und bespricht den Ablauf mit dem Kundenkönig. Der Geselle verlegt die Datenkabel in die vorhandenen Kanäle. Danach erfolgt der Einbau des Patchfeldes in den Netzwerkschrank. Die Breite der Patchfelder ist mit 19 Zoll genormt. Sie können daher mit Schrauben und Muttern am 19 Zoll Einbaurahmen im Netzwerkschrank befestigt werden. Herausziehbare Patchfelder sind von Vorteil, um das Auflegen der Datenkabel zu erleichtern. Es ist sehr wichtig, dass das Patchfeld direkt an die Potentialausgleichsschiene des Schranks angeschlossen wird. Die Datenkabel werden auf die vorgegebene Länge abgemantelt. Der äußerste Schirm, meist ein Geflechtschirm, wird zurückgeschoben. Mit einer Schelle verbindet man ihn mit dem Gehäuse des Patchfeldes. Somit ist er auch an den Potentialausgleich angeschlossen. Eine Zugentlastung wird durch Kabelbinder oder eine zusätzliche Schelle bewirkt. In den Datenkabeln sind die Adernpaare miteinander verdrillt. Die Adernpaare werden immer paarweise aufgelegt, ohne sie zu entdrillen. Hierzu werden die einzelnen Adern mit dem LSA Plus Anlegewerkzeug in die einzelnen Kontakte gedrückt und dabei gleichzeitig auf die richtige Länge gekürzt. Die Farbreihenfolge ergibt sich aus der Norm und ist auf dem LSA Plus Klemmen aufgedruckt. Der Folienschirm ist erst direkt davor abzuschneiden. Wenn alle Datenkabel aufgelegt sind, kann das Patchfeld geschlossen werden. Wieder im Büro des Kunden muss der Geselle die Datendosen anschließen. Wie am Patchfeld muss er zunächst die Kabel abmanteln, den äußersten Schirm zurückziehen und das Kabel in die Datendose einführen. Auch hier wird der Schirm über eine Schelle mit dem Gehäuse der Netzwerkdose verbunden. Dann werden die Adernpaare nach dem vorgegebenen Farbcode mit dem LSA Plus Werkzeug aufgelegt. Kabelbinder oder zusätzliche Schellen stellen die Zugentlastung her. Anschließend wird die Netzwerkdose zusammengebaut und in den Kanal eingesetzt. Ist die Dose in der Halterung befestigt, werden die Blende und die Beschriftung angebracht. Nach dem Einbau erfolgt die Zertifizierungsmessung der Verbindung zwischen Datendose und Patchfeld. Diese Verbindung wird Permanentlink genannt. Dafür wird ein Teil des Messgerätes an die Netzwerkdose angeschlossen. Das andere Teil des Messgerätes wird mit dem Patchfeld verbunden. Hier wird die Messung gestartet. Die erfolgreichen Messungen werden gespeichert, später am PC ausgewertet und der Dokumentation hinzugefügt. Zum Abschluss der Arbeiten trägt der Geselle die Änderungen in den Grundriss ein. Er erstellt zudem das Aufmaß. Als Grundlage dient das Blankett. Danach füllt er seinen Stundenzettel aus. Die Durchführung ist abgeschlossen.